Provita ist ja Provita Pflege mit Herz. Das ist für mich besonders wichtig. Ich habe das Unternehmen gegründet unter der Prämisse, dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Wenn es meinen Mitarbeitern gut geht, sind die glücklich und geben das auch an die Patienten weiter. Die Arbeitsatmosphäre bei Provita finde ich sehr herzlich. Wir arbeiten alle sehr gut zusammen. Bei Stresssituationen können wir uns auf uns verlassen. Die Chefin geht auf die Bedürfnisse von uns ein. Wir sehen den Menschen ganzheitlich. Also wir sehen nicht nur die einzelnen Symptome oder Krankheiten, die der Mensch hat, sondern ihn als Ganzes. Wir verfolgen eigentlich die aktivierende Pflege. Das heißt, das, was der Patient noch alleine machen kann, soll er auch machen und das fördern wir auch. Man geht auf die Patienten ein. Also es ist nicht dieses jetzt müssen wir. Und wenn wir da mal 5 Minuten länger brauchen, dann ist das eben so. Wir arbeiten halt eben mit Menschen. Unser Logo Pflege mit Herz, finde ich, trifft echt zu. Wir bieten die Pflege nach Grund- und nach Behandlungspflege. Das heißt, die Grundpflege umfasst die Körperwäsche und das Essen anreichen, zum Beispiel für Patienten, die das benötigen. Das wird dann über die Pflegestufe bezahlt und die Behandlungspflege wird über die Krankenkasse bezahlt. Das ist eine ärztliche Anordnung, die wir dann befolgen und die wir dann zum Beispiel Medikamentengabe ist das zum Beispiel oder Blutzucker messen oder eine Wundbehandlung. Das wird alles über die Krankenkasse bezahlt. Das sind die Leistungen, die wir anbieten. Wir sind ein sehr junges Unternehmen. Wir haben ein junges, starkes Team, wo ich auch darauf achte, dass die alle untereinander zusammen harmonieren. Mit dem Service jetzt, ich kann es sagen, nach all den Monaten, wo Mitarbeiter von Provita hier arbeiten, können wir eindeutig sagen, wir sind sehr zufrieden mit Provita. Warum, kann ich Ihnen auch sagen. Die Schwestern, das Pflegepersonal, was hier morgens anrückt, sind alles Fachkräfte, die wirklich fachgerecht meinen Mann hier betreuen, ihn versorgen morgens. Und es geht nicht nur um die fachliche Qualität, die wir ausgesprochen loben müssen, sondern es geht auch um die menschliche Seite, die ganz, ganz wichtig ist. Denn man kann sich vorstellen, dass das eine Umstellung ist, plötzlich für einen über 90-jährigen Herrn, der plötzlich von fremdem Pflegepersonal betreut wird. Und mit sehr viel Einfühlungsvermögen, mit sehr viel menschlicher Wärme